Zweiten Durchgang mit 5 Athletinnen dazu. USA und Norwegen mit 4, die Schweiz mit 3. Das ist immer eine super Möglichkeit, dann einmal einen Sprung zu machen, weil man im zweiten Lauf alles noch in der Sonne hat am Anfang. Da ist jetzt die schwierige Stelle, die ich angesprochen habe. Hat sich schon ein bisschen geschleudert. Und dann wird es überschattig. Also es geht jetzt ein paar Nummern und dann fängt der Steilhang immer mehr an, in Schatten zu kommen. Und dann wird vor der Sicht gerade viel schwieriger. Deshalb perfekt für Andrea Ellenberger, die in ihrem Comeback-Rennen da so eine frühe Nummer hatte. Hat die kämpft da mit der Linie, ist jetzt spät geworden, immer noch. Jetzt muss sie wirklich konsequent sein. Passiert auch, wenn man von der Spur abkommt, hat so der Abrieb dort, der Schnee, wo man rausgerutscht hat. Wird man wirklich gerne rauskommen. Jetzt fehlt aber die Aktivität. Also da hat Tina Robnik mehr können pushen, sich noch weiter bewegen. Das Bier ist jetzt langsam so, ja, brennt ein bisschen viel. Es sind 73 Hundert.